Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit meinem Hörbuch Chilmer. Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Wir haben ja probiert, das Thema Pubertät etwas entspannter und gechillter anzugehen. Ich glaube, es ist uns hier ganz gut gelungen. Aber machen wir uns nichts vor, bei diesem Thema das nächste Tief wird kommen, wo wir uns fragen, ich komme gerade gar nicht an sie ran. Ich möchte eigentlich nur mein kleines Kind wieder haben. Ach, es ist gerade einfach alles so anstrengend. Ein richtiges Tief. Was machen wir da? Wir denken 20 Jahre weiter. Der Teenager ist ausgezogen, hat seine eigene Wohnung. Dann fahren wir dahin. Dann schmeißen wir die Handtasche in den Flur, gehen zum Kühlschrank, sagen, ich finde nichts. Dann schmeißen wir uns auf die Couch, fressen eine Tüte Chips, sagen, mir ist langweilig und fahren wieder. So machen wir das. Und beim nächsten Tief denken wir an diesen Moment, an das Hörbuch Chilmer. Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Sie hörten Chilmer, geschrieben von Matthias Jung, gelesen von Erik Borner, ein Hörbuch von Edelbooks.